In diesem Video schauen wir uns an, wie wir in WebUntis 2020 eine Entschuldigung eintragen, wenn ein Schüler quasi abwesend war und nun die Entschuldigung bringt. Wichtig ist natürlich, dass der Schüler vorher auf abwesend gesetzt wurde, also zum Beispiel, wenn er den Unterricht verlassen hat. Das heißt, wenn ich eine Entschuldigung bekomme, bevor der Schüler dann tatsächlich fehlt, dann müsste ich ihn vorab auch schon auf abwesend setzen. Also er fehlt morgen, dann setze ich ihn für morgen auf abwesend und kann dann auch die Entschuldigung eben entsprechend eintragen. Wir klicken als erstes hier auf das Klassenbuch. Im Anschluss dann eben auf Abwesenheiten. Wichtig ist hier, dass ich die richtige Klasse natürlich auswähle. Ich könnte hier jetzt auch einzelne Schüler eben filtern und immer darauf achten, wenn man den Eindruck hat, es passt was nicht in der Anzeige, dass der entsprechende Zeitraum eingestellt ist. Hier ist jetzt bereits, das habe ich vorhin schon gemacht, das aktuelle Schuljahr vorausgewählt. Ich kann natürlich auch hier filtern, welche Entschuldigungen ich sehen möchte, also jetzt alle. Dann sind eben auch schon Entschuldigungen, wie hier diese beiden, wo schon Entschuldigungen eingetragen sind. Wenn das Schuljahr schon weiter fortgeschritten ist, wird es aber vielleicht unübersichtlich und dann gehe ich hier einfach auf den Status offen und habe nur noch die Abwesenheiten hier, wo quasi noch eine Entschuldigung fehlt, beziehungsweise der Eintrag einer Entschuldigung. Hier haben wir das jetzt und wir gehen hier bei Status dann eben, so dass jetzt diese Schülerin, die hier am 18.09. ab 7.45 Uhr bis 11.15 Uhr gefehlt hat. Wir klicken jetzt hier beim Status auf das Fragezeichen. Hier kann ich nun die Entschuldigung entsprechend eintragen. Ganz oben die Entschuldigungsnummer, die wird automatisch vom System vergeben. Jetzt gebe ich hier eine Entschuldigung ein, das heißt, der Status ist natürlich nicht mehr offen, sondern sie hat zum Beispiel ein ärztliches Attest gebracht, dann wähle ich das hier entsprechend aus. Einen Text brauche ich hier jetzt vielleicht gar nicht mehr unbedingt, da ja das Attest das dann entsprechend enthält. Nun ist es natürlich so, dass ich hier Abwesenheitsgrund, sonstige Gründe, schauen wir mal, sie war beim Arzt, also war sie wohl eher krank. Da geben wir das ein. Den Text hier, den hat der Lehrer eingetragen, als er die Schülerin an dem entsprechenden Tag hier am 18.09. um 7.45 Uhr auf abwesend gesetzt hat, hat er eben diesen Text hier verfasst, der natürlich idealerweise mehr Aufschluss bietet als jetzt dieser Beispieltext hier drinnen. Aber dann haben wir auch schon alles erledigt. Klicken jetzt auf Speichern und dann ist diese Abwesenheit hier auch weg. Warum ist die jetzt weg? Weil eben noch der Status hier oben offen ausgewählt ist. Wenn wir jetzt aber auf den Status entschuldigt gehen, dann taucht das hier die Schülerin wieder auf. Das war's dann auch schon mit dem Teil, wie wir Entschuldigungen eintragen können.